Weil sie es halt einfach genießen. Sieht man eh nicht. Hupfen gleich ein bisschen mal dumm. Ist halt da schöner heraus als wie ein Stall. Schon bald wird das Hochplateau der Ramsau von wintersportlichem Treiben erfüllt. Wenn das Wetter schön ist, gell, dann sitzt gleich einmal alles draußen auf der Terrasse. Die liegt ja irrsinnig günstig, weil eben das Stallgebäude so ein bisschen vorgebaut ist. Das ist also eine Art Windschutz. Und sobald das Wetter halbwegs schön ist, sitzen die ersten draußen. Und so zur Spitze Mittagszeit ist wirklich Hochdruck, weil wenn das Wetter schön ist, haben wir bis zu 100 Sitzplätze draußen und auch innen sehr viel. Der Hauptdruck kommt einfach dann um die Mittagszeit. Gulasch mit Würstel, zwei Mekasliki, eine Nudelsuppe und zwei Graschmarsch. Die Wintergäste sorgen für Umsatz. Doch wie wirkt sich die Gasthofatmosphäre auf die Kinder aus? Naja, die laufen so mit. Haben es natürlich schön, suchen sie was zum Essen aus, wählen da aus dem, was am Herd steht. Süß, Susi. Magst du was essen? Ja. Kräuterrahmsuppen? Nudelsuppen. Der eine Vorteil für die Kinder ist, dass wir alle da sind. Also wenn irgendwas ist, sind beide immer da. Der Nachteil ist natürlich, dass wir auch nicht mehr Zeit haben dadurch. Wie schaut's aus? Ah, geht's. Sie haben ja alle Möglichkeiten, nicht? Die brauchen ja nur hinter das Haus rausgehen und sind frei. Stierli. Der nächste bitte, servus. Das mit der Stunde, das nervt eigentlich überhaupt nicht, das ist ganz wurscht. Wenn man mal seine Ruhe haben will, dann geht man halt da rauf, da weiß ich eh, der vereinnimmt einen eigentlich. Und ja, wenn es einem ganz angeht, dann geht man halt zur Freundin ein oder so, das ist ganz wurscht. So, deine Kasnicki. Okay. Hey, wie ist auch warm heute? Für Georgs Kinder sind die Urlaubsgäste kein Problem. Doch wie war das in seiner Kindheit? Ich habe nie besonders viel geredet mit den Gästen. Also ich habe mich eher zurückgezogen. War zwar freundlich, weil sie haben ja wirklich nichts da. Meistens haben sie sogar irgendwas mitgebracht oder so, aber ich habe schon eher ein bisschen Abstand gehalten. Der Georg, wie der Georg ein Kind gewesen ist, ist er oben gesessen eine ganze Woche und davon bei Neck, bei einem alten Dänen und hat die Leute beobachtet. Ja. Weißt du nicht mehr? Woher? Die Gäste. Hat einfach am Hof runtergeschaut, was da so passiert hier unten. Und da halten halt die Gäste manchmal mit ihm geredet und er hat nie geredet mit ihr. Er hat so wie nur angelacht. Und dann ist einmal eine Frau da hinten draußen im Liegestuhl gelegen und ich bin ein bisschen bei ihr gesessen und hat sie gesagt, so schade um dieses Kind. Da habe ich gesagt, warum ist um das Kind so schade? Ja, so ein liebes Kind und kann nicht sprechen. Ich bin da der Speisenträger. Hat bei meiner Kollegin irgendwer eine Gulaschsuppe mit Würstel und eine Kräuterrahmsuppe? Vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich mache. Ich Gulaschsuppe mit Würstel. Also mit Würstel? Der Kampf um die Gulaschsuppe. Seine Schweigsamkeit hat Georg abgelegt. Heute findet er für die Gäste immer den richtigen Ton. Mir hat das selber irrsinnig gefallen. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Und ich habe mir die dann, die Zirchermann, ich glaube, ich bin schon 20 oder was gewesen, habe ich mir die dann einfach gekauft.
Also richtiger Musiker bin ich nicht. Ich habe ihn vorher gekannt. Mir hat er in der Hauptschule schon gefallen. Aber einfach, da war so, das war so der Mädchenschwarm. Da gibt es so diese Strahle-Fotos. Ja. Ist er nicht aufgefallen in der Hauptschule? Nein, gar nicht gewusst, dass sie in der Hauptschule geht. Dann habe ich beim Ramsauer Tourismusverband gearbeitet. Und da haben wir von 12 bis 2 Mittagspause gehabt. Und in der Mittagspause bin ich da hergefahren, weil da war da gerade Stoßzeit. Da habe ich mir gedacht, wenn ich euch helfe, nachher heirate ich wirklich. Es dauert bis 5 Uhr. 5 Uhr ist nachher Schluss. Es wird total gut akzeptiert, weil ich sage einfach, ich muss in den Stall. Schau. Da ist dein. Schau. Wie gut. Ja, so ein Bravi. Ein bisschen habe ich ziehen würden. Nein. Was ist mit dir? Was soll ich sagen? Irrsinnig schön. Einfach nicht. Es ist speziell auch im Winter nicht, wenn in der Stumm so viel los ist und du kommst eben Nachmittag oder zu Hause eben dann in den Stall raus und hast die ganze Zeit eben ein bisschen Stress auch gehabt von Servieren und jeder Wurbe was. Das ist nachher eine totale Erholung. Einfach die Ruhe und die Ruhe auch, was so viel ausstrahlen, nicht? Das ist total gut. Ja, dann kommt es darauf an, wenn es mich noch gefreut. Nach dem Stall gehe ich noch kurz langlaufen, kleine Runde. Einfach als Ausgleich ein bisschen. Und dann magst du die Abrechnung. Bald ist es vorbei, ist nachher schauen wir noch, zusammenräumen, aufdecken für in der Früh. Also bis 12 Uhr geht es schon meistens. Drum stehe ich auch nicht so früh auf. Meine Stunden leicht zusammenbringen. Das ist ja das Gute so an dieser Wintersaison, die so mit Volldruck ist, dass du einfach weißt, Ende März ist aus. Dann sperren wir zu oder nach Ostern halt. Dann ist einmal ein Monat wieder wirklich nur Familie. Und alles, was du halt so wieder im Haus zum Herrichten hast. Und du hast halt ein bisschen langsamer, lässt es wieder angehen. An Georgs Seite ist stets Nell, ein Border Collie. Er ist auch total angenehm, weil er nicht jagen tut. Also der läuft kein Wild oder so nach. Den Instinkt hat er überhaupt nicht. Und halt einfach gescheit. Was machst du denn da gerade, Georg? Ja, frisches Futter gebe ich auch dazu. Hunger haben. Nein, lass ihn ruhig. Komm her. Das ist, weil es eben so lang ist, nachher gebe ich immer so Portionen dazu, weil sonst, wenn du zu viel auf einmal gibst, das treten sie dann nur rein, nicht, weil sie einmal durchgehen und treten es nieder und dann haben sie es nicht mehr so gern. Jetzt haben sie es schön. Jetzt haben sie natürlich das gute Gras, das Junge. Jetzt sind sie in vollen drin. Da fühlen sie sich wohl. Jetzt ist die schöne Zeit. Einfach, wenn du so über die Wiesen gehst oft und es taugt da voll nachher, ist einfach